Wie vorhin erwähnt, das 10. Kapitel ist ein gewisser Markstein in der Offenbarung. Die Siegelgerichte sind abgeschlossen. 6 Posaunengerichte sind abgeschlossen. Nun fällt die letzte Posaune. Und bevor sie ertönt, da erscheint dieser starke Engel, in dem wir Jesus sehen, und steht auf dem Meer und auf der Erde. Der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und wir haben ihn bereits im Detail angeschaut, das möchte ich heute Morgen nicht mehr repetieren. Aber er hat dieses Büchlein in der Hand und wir haben verstanden, es ist der Rest der Offenbarung. Nicht mehr ein Buch wie vorher, sondern nur noch ein Büchlein. Kleiner geworden, ist normal. So ist es immer, wenn wir in einem Buch lesen. Es wird immer kleiner. Und jetzt steht er da und er schwört. Und da sehen wir, wie ernst es unserem Herrn ist. Wenn er schwört, und er schwört bei dem Lebendigen, bei Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bei dem, der keinen Anfang hat und kein Ende. Und der Himmel, Erde und Meer geschaffen hat. Und das sehen wir ihn wirklich stehen im Geist vor uns. Mit diesem heiligen Schwur. Und er möchte geradezu sagen, hör mal, hast du mich je in deinem Leben ernst genommen? Wenn nicht, nehme ich heute ernst. Denn das, was hier steht, wird sich erfüllen. Es wird eine Zeit geben auf dieser Erde, da wird eben keine Gelegenheit mehr sein, wie heute umzukehren. Sondern da ist die Zeit nur noch Schlag auf Schlag, Gericht auf Gericht, Heimsuchung. Und alle Gottlosen werden in dieser Zeit sterben. Denn es geht ja dann hinüber in das 1000-jährige Reich. Und deshalb auch das Thema, kennst du deine Zukunft oder kennst du die Zukunft aufgrund dessen, was Gott in seinem Wort sagt? Weißt du ganz genau, der du zu diesen Versammlungen hier im Bibelheim aus Felsengrund kommst, wo du die Ewigkeit zubringen wirst? Kann man dich fragen? Oder zuckst du mit den Achseln und sagst, ich hoffe? Wenn es so ist, hast du keine Heilsgewissheit. Und geh bitte nicht ohne Heilsgewissheit in die Zukunft hinein. Das ist lebensgefährlich. Denn wir sind ja so dankbar, dass wir nicht irgendeiner Religion angehören, sondern dem Allmächtigen in Jesus. Die Religionen können keine Gewissheit geben. Die Ökumene auch nicht. Deshalb werden alle, die mit Gewissheit heute leben, im Worte Gottes verfolgt. Man möchte in der Ökumene ja nicht, dass man gewiss ist seines Glaubens. Das ist klar. Wisst ihr auch warum? Mit den Menschen kann man manipulieren, wie man will. Die kann man heute hier hinschieben und morgen dort. Weil die haben keine Gewissheit. Und diese Unsicherheit in den Menschen wird von den Machthabern, den religiösen Machthabern der Welt missbraucht. Deshalb verfolgen sie die auf der Grundlage des Evangeliums und des Glaubens an Jesus Christus stehen. Die können sie nicht brauchen. Sind ihnen im Weg. Sie gehorchen ihnen nicht und mit Recht. Deshalb lassen wir uns bitte nie blenden und täuschen von allem, was heute gesagt und berichtet wird durch diese Machthaber. Bitte nicht, dass wir die Menschen hassen. Lass nie Hass aufkommen in deinem Herzen. Ich bitte dich. Wenn du angefeindet wirst, dann liebe. Denn die Liebe ist viel größer als aller Hass. Wie bin ich dankbar, dass mir Gott darüber die Augen geöffnet hat. Ach, wie viel wird gefochten in dieser Welt mit Auflehnung, mit Groll, mit dem, der passt mir nicht, mit Antipathie und so weiter. Lass das. Es hat gar keinen Wert. Nimm die Liebe. Lern 1. Korinther 13 auswendig. Sind nur 13 Verse. Sehr einfach. Und dann weißt du, was Liebe ist. Und dann lass sie wirken. Und dann denke immer in Verbindung mit 1. Korinther 13, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das müssen Gläubige immer praktizieren, denn oft beten sie darum, sagen, lieber Gott, gib mir doch mehr Liebe, nicht? Wie die Jünger auch, nicht? Gib uns Glauben,
Ja, dann sagt der Jesus, du brauchst nur glauben wie ein Senfkorn. Und so ist es auch bei der Liebe, du brauchst nur den Heiland. Hast du ihn? Dann ist die Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz. Aber jetzt gib der Liebe Platz und wirf den Hass hinaus. Oh, wie schön, dass wir das dürfen, Geschwister. Ach, das ist so schön. Was haut sich die Welt die Köpfe kaputt? Nein. Und in 6000 Jahren Menschheitsgeschichte, seit Abel, wo Kain den Abel umgebracht hat, haben die Menschen nicht so viel gelernt. Können es auch nicht. Aussichtslos. Weil der Hass wird nur durch den Gekreuzigten überwunden. Und nur wer im Gekreuzigten und Auferstandenen lebt, hat die göttliche Liebe, alle anderen nicht. Darum Dank sei dem Herrn, dass er den Preis bezahlt hat für uns. Den allerhöchsten Preis. Sag mal, liebst du deinen Heiland, wie er dort am Kreuz hängt? Beschäftigst du dich immer wieder mit seinem Leiden? Oder ist dir das unbequem? Liebe das Lamm. Indem du das Lamm liebst, macht er dich zum Lamm. Und solche, die die Lammesart haben, gehen ein in die Herrlichkeit. Wir haben dort lauter Lämmer. Lies immer wieder für dich Offenbarung Kapitel 4 und 5. Weil die Mitte des Thrones, die Mitte der vier lebendigen Wesen, die Mitte der Ältesten ist das Lamm. Die mit Christus regieren, sind Lämmer, durch das Lamm zu Lämmern geworden, weil er das Lamm in ihnen ist. Wie schön. Aber nun zurück. Das Geheimnis der Propheten wird jetzt geoffenbart. Und Geschwister, es ist so schön, dass wir die prophetischen Bücher haben und ich hoffe, dass du sie auch immer wieder herzuziehst und liest, weil Gott kann erwarten von der Gemeinde Jesu Christi, dass sie im prophetischen Wort zu Hause ist. Weil die Prophetie ist ein Vermächtnis Gottes an seine Gemeinde. Sie soll im prophetischen Wort zu Hause sein. Wenn davon irgendetwas die Rede ist, soll die Gemeinde sich orientieren können. Denn das ist ja geoffenbart. Was Geheimnis ist, das bleibt Geheimnis bei Gott. Das wollen wir gar nicht wissen. Aber was geoffenbart ist, das sollen wir wissen. Davon sollen wir uns nähren. Denn der Herr ist traurig, wenn er uns so viel in seinem Wort gegeben hat und wir Kinder Gottes nehmen es gar nicht. Oh, lass uns tüchtig nehmen, schöpfen. Denn dadurch werden wir in unserem inwendigen Menschen erstarken. Wir haben gestern Abend so ein klein wenig etwas gehört von Remmer Jansen, diesem Mann Gottes, wie er ihn gesegnet hat in den 81 Jahren seines Lebens. Und ich möchte mal im Himmel wissen, wie viele Tausende von Menschen durch einen Prediger, einen Erweckungsprediger gerettet wurden. Und ich bin so dankbar, die Großmutter unserer Schwester, die hier sitzt, hat sich seinerzeit durch ihn bekehrt. Und das ist noch eine Frucht dieser Bekehrung, schon in der dritten Generation. Ist das nicht herrlich? Spürst du etwas von der Kraft Gottes? Gott hat sein Wort gegeben und er hat es den Propheten gegeben, damit wir informiert sind und dass Gott uns zu Teilhabern macht seines göttlichen Planes. Denn ist das nicht enorm, dass er uns teilhaben lässt, dass wir diese Dinge verstehen können? Es ist wunderbar. Und deshalb, in den Tagen, wo die letzte Posaune, die siebte Posaune erschallt, da wird alles, was Gott seinen Propheten gegeben hat. Und jetzt kannst du anfangen bei Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, alle Propheten bis zum Malachi kannst du durchgehen. Und alles, was sie gesagt haben, was sie schreiben mussten im Auftrage Gottes durch den Heiligen Geist, das wird jetzt vollends erfüllt.
bevor dann Jesus sichtbar wiederkommt, bitte nicht zu verwechseln mit der Entrückung. Wir müssen immer den Heilsplan gut vor uns haben, so wie ihn uns die Bibel sagt. Bis dann Jesus sichtbar wiederkommt und Frieden machen wird auf dieser Erde. Oh, das ist schön, dass das kommt, dass wir hineinschauen dürfen, jetzt schon durch das Wort in diese Zeit. Und nach meinem Verständnis, bitte, da gehen manchmal die Auslegungen auseinander, auch ist es nicht wichtig, dass man darüber diskutiert. Wir haben die Bibel und wenn Fragen sind, gehen wir da mit ins Heiligtum, vor ihn, in seine Gegenwart. Aber nach meinem Verständnis wird in dieser Zeit von Kapitel 12 und 13, 11, 12, 13, die Gemeinde weggenommen von dieser Erde. Ich weiß, es gibt viele Ausleger, die sind da anderer Meinung. Aber wie gesagt, wir machen darüber nicht einen Gegenstand der Diskussion. Hat gar keinen Wert. Sondern wichtig ist, wenn wir es jetzt erwähnen, nur bist du bereit für die Entrückung. Hörst du die Posaune? Hast du ein von ihm geöffnetes Ohr? Oder erinnere ich mich wieder, als vor Jahren bei uns in Süddeutschland die Erde gewackelt hat, weil da in der Nähe auf der Schwäbischen Alb ein Erdbeben war, war Sonntagmorgen 6 Uhr. Und man hat gespürt, dass das Bett wackelt, nicht? Da habe ich aufgerichtet in meinem Bett. Ich wusste, es ist ein Zeichen, der Herr kommt bald. Ja, Erdbeben sind Mahnrufe Gottes, bist du bereit für die Entrückung? Und so jede Katastrophe, alles, was kommt für Kinder Gottes, immer bereit zu sein, wenn er erscheint. Wie gut, dass sie sich nicht fürchten müssen vor all den Dingen, sondern dass sie ihre Häupter erheben dürfen. Herr, du hast es längst gesagt, wir wissen's. Danke, dass ich in dir sein darf, Herr Jesus. Du bist die Garantie meiner Entrückung. Und nun hört Johannes eine Stimme vom Himmel: Gehe hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zum Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Was muss jetzt Johannes machen? Und Geschwister, das ist wieder ein geistliches Geheimnis, dass wir uns dienen lassen dürfen. Johannes muss jetzt das, was in der Hand des Engels ist, den Rest der Offenbarung, muss er in sich hinein essen. Das ist ein wunderbares Bild für uns. Gott möchte, dass sein Wort so in uns hineinkommt, dass es tatsächliche Nahrung ist, wie das Manna, das die Israeliten in der Wüste gegessen haben. Es war zwar dort auch nur für den Leib, aber inzwischen hat er uns sein lebendiges Wort gegeben, die Bibel, und darüber hinaus Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Das erste Ich-Bin-Wort im Johannesevangelium ist dieses Wort, Johannes 6, Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Und jetzt versteh bitte, dieses Wort der Bibel, es will in uns hineingegessen werden. Wie bin ich Gott dankbar, dass er mir das so gezeigt hat. Und so ist es auch, wenn ich es mit dem Worte Gottes zu tun habe. Es wird hineingenommen. Denn wenn es nicht hineingenommen wird, was ist dann? Dann bleibt es Theorie. Und ich möchte wirklich sagen, bitte bleibt mit euren Augen ruhig da, was da draußen geht, das interessiert uns nicht. Wir sind dazu da, um das Wort Gottes zu hören, nicht verloren zu gehen. Es ist so wichtig, dass wir das lernen, dass das Wort Gottes in uns hinein muss. Und es muss uns verändern. Darf ich dich fragen, wie lange bist du schon bekehrt? Sagst vielleicht 30 Jahre. Gut, was ist passiert in den 30 Jahren? Bist du verändert worden? Konnte dein Mann neben dir die Veränderung wahrnehmen? Konnten deine Kinder die Veränderung wahrnehmen? Konnten deine Nachbarn die Veränderung wahrnehmen? Wie war ich froh, als ich vor Jahren eine Jüdin begleiten durfte bis zum Tod, und sie wirklich in ihren letzten Lebensjahren noch den Heiland kennengelernt hat,
Wie war ich dankbar zu hören aus dem Munde der Schwester, die sie gepflegt hat. Man konnte erkennen, dass diese Frau sich verändert hat. Der natürliche Mensch, wenn ihm etwas nicht passt, dann rebelliert er, nicht wahr? Dann sagt er, will ich nicht. Und diese Dinge, wenn der Herr Jesus Raum gemacht hat in uns, diese Dinge dürfen weichen. Denn die neue Kreatur ist dann zu sehen. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Oder wie Luther übersetzt, alles ist neu geworden. Das ist wahr. Oh, wie gerne denke ich an Kolosser Kapitel 2, wo es heißt, ihr seid vollkommen in ihm. Ein Kind, wenn es geboren wird, ist immer wichtig, dass alles an ihm gesund ist, normal, dass es alle Glieder hat und dass alles normal funktioniert. Und wenn jemand zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, dann darf er wissen, er ist neugeboren. Zwar ist jetzt das Kindlein noch ganz klein, es ist am Anfang, aber es hat alles in Christus. Und jetzt ist es wichtig, dass man dafür sorgt, dass das Kindlein normal wachsen kann, dass es reifen kann, dass es das eine und andere lernt und das alles in einer guten Ordnung. Und Geschwister, da hat ja Gott so vorgesorgt, gerade durch sein Wort, dass das Wachstum ganz normal, organisch sein kann zum Haupt hin. Epheser Kapitel 4. Und deshalb gib dem Worte Gottes, und du hörst das in diesen Tagen immer wieder, gib dem Worte Gottes den ersten Platz in deinem Leben, nicht der Zeitung und schon gar nicht dem Fernsehen. Es ist ja eigentlich traurig, Geschwister, dass man davon überhaupt reden muss. Sehr traurig, wenn man Gläubigen sagen muss vom Fernsehen. Denn was ist dieses Fernsehen für ein Mordinstrument in unserem Volk? Was hat das Menschenleben gekostet? Was hat das Ehen gekostet? Was hat das Kindern zu Waisen gemacht? Und die Gläubigen nähren sich auch daraus. So traurig diese Geschichte. Warum? Weil viele Gläubige haben sich noch nicht im Lichte Gottes gesehen. Und wer sich nicht im Lichte Gottes gesehen hat, weiß gar nicht, was Sünde ist. Du, ich kann dir sagen, Gott hat das mir gezeigt. Davon kann ich ein Lied singen. Aber wie gezeigt? Und wer im Lichte Gottes steht, der weiß, es ist kein guter Faden an mir, muss nie von mir reden. Aber er hat auch seinen Gott kennengelernt. Als Jesaja Gott begegnet ist, Kapitel 6 im Prophetenbuch, da ist Jesaja furchtbar erschrocken. Er hat schon davor dem Herrn gedient, aber jetzt hat er sich selber gesehen mit seinem Mundwerk, mit seiner Zunge, und hat plötzlich bemerkt, wie vieles er schon angerichtet hat und was er schon alles geredet hat mit seiner Zunge. Und da ist er zutiefst erschrocken. Da hat er mit einem Mal gemerkt, jetzt wartet eigentlich nur noch der Tod auf mich. Weh mir, ich vergehe. Ach, dass doch noch eine Zeit kommen möchte, wo so die Menschen und auch die Gläubigen schreien zu Gott. Weh mir, Herr, ich vergehe. Sei so gut, nimm das Blut des Lammes, reinige mich. Und wie schön, wenn das mit aufrichtigem Herzen gesprochen ist. Es geschieht. Und jetzt noch ein Stück weiter in der Offenbarung. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass das Wort Gottes in uns hineingegessen wird. Und dann war Johannes befähigt, jetzt alles Weitere zu verstehen. Wenn wir das Wort Gottes nicht essen, natürlich nicht das Papier, du verstehst, was ich meine, sondern das, was uns darin gesagt wird, dass wir es in uns aufnehmen und davon leben. Wenn das geschieht, dann verstehen wir auch das Wort. Denn ein Wort in der Bibel erklärt das andere. Das ist so schön gemacht von Gott. Da habe ich hier etwas gelesen und dort etwas gelesen. Plötzlich merke ich, das ist eins.
Und dann heißt es im Kapitel 11 mit einem Mal, Vers 15, und der siebente Engel posaunte, und es wurden große Stimmen im Himmel, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist dieser Vers, der uns einfach zeigt, der weist darauf hin, die Gemeinde ist am Ziel. Weshalb? Jetzt wird Christus mit seiner Gemeinde regieren. Und in Kapitel 12 wird uns gezeigt, der Teufel musste den Platz im Himmel räumen. Er wurde hinausgeworfen. Mitsamt seinen Dämonen. Kein Platz mehr für ihn. Keine Möglichkeit anzuklagen. Denn überleg mal, was beständig geschieht. Du musst dir das mal vor Augen stellen lassen. Er verklagt die Gläubigen. Zuerst führt er sie in Versuchung, dann kommen sie darin zu Fall und dann rennt er und verklagt sie vor dem Thron. Nicht wahr? Ist doch enorm. Und wie viele Gläubige lassen sich von diesem Gift anstecken. Die machen es auch so. Verklagt ein Gläubiger den anderen, anstatt für ihn zu beten. Und er wird hinausgeworfen, der Satan. Und da steht nun ein sehr wichtiger Satz. Das heißt ein Abschnitt in Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 und 11. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses, und haben ihr Leben nicht geliebt, bis in den Tod. Dieser Satz ist sehr, sehr wichtig. Ganz entscheidend wichtig. Er gehört zur Mitte der ganzen Offenbarung. Ich habe kürzlich mal die Verse gezählt in der Offenbarung, also durch alle 22 Kapitel hindurch. Es sind etwas mehr als 400. Und dann ist mir aufgefallen, dass Kapitel 12, Vers 9 die Mitte ist von allen Versen, also wenn man die Offenbarung nach den Versen zusammenfasst. Und ich denke, es ist gar nicht zufällig, dass in diesem Umfeld der Mitte der Offenbarung uns eine geistliche Methode, wenn ich mal so sagen darf, gezeigt wird, nämlich sie haben ihn überwunden. Wen? Satan. Durch was? Durch des Lammes Blut. Wie ist das zu verstehen? Das ist sehr wichtig wieder hier. Des Lammes Blut, das bedeutet das, was Johannes der Täufer gesagt hat in Johannes 1, Vers 29. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wenn also ein Mensch kommt mit seinen Sünden, dann darf er zum Kreuz damit, wo das Blut Jesu Christi geflossen ist. Und durch das Blut hat er Vergebung seiner Sünden und Loslösung von der Macht der Sünde, dass er nicht mehr sündigen muss. Die Taufe des Johannes, das war nur zur Vergebung der Sünden, nicht zur Loslösung von der Macht der Sünde. Das ist was anderes. Aber in Jesus, in seinem Blut habe ich Vergebung, die Sünden sind weg, und er hat mich frei gemacht, dass ich nicht mehr ein Sklave der Sünde sein muss. Und deshalb heißt es hier, sie haben überwunden durch dieses Blut, das für sie geflossen ist und sie gereinigt hat und losgemacht. Ach, wie schön. Sag mal, bist du irgendwo gebunden? Komm zum Kreuz. Das war die Botschaft auch von Remmer Jansen, von diesem Erweckungsprediger, von dem in diesen Tagen schon die Rede war. Ich habe auch eines seiner Lieder vertont, wo das ganz besonders zum Ausdruck kommt. Sein Thema war immer Jesus. Jesus, Jesus und noch einmal Jesus, weil er wusste, in ihm, dem Gekreuzigten, ist die Vergebung und die Erlösung. Und deshalb muss Jesus das Thema sein meines ganzen Lebens. Ich darf Jesus nicht einfach auf die Versammlungen oder auf fromme Sprüche reduzieren. Nein,
Jesus muss das Thema sein meines Lebens. Weißt du auch warum? Im Himmel soll ich seinen Namen haben. Deshalb muss er Thema sein meines ganzen Lebens. Ich will ja auch mit ihm sein in alle Ewigkeit, ohne Aufhören. Und das Zweite, und sie haben ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Was ist das nun? Nun, das ist wieder sehr einfach. Ich bin immer so dankbar, dass die Bibel einfach ist. Nur die Sünde macht alles kompliziert. Aber die Bibel selber ist ganz schlicht. Wir haben gehört, sie haben überwunden durch das Blut, sie haben Vergebung erhalten, Loslösung, und sie haben überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses. Was ist das? Die Bibel. Nicht zuerst Zeugnis geben vor anderen Menschen, das ist eine andere Sache. Sondern sie haben überwunden dadurch, dass sie gelernt haben, mit dem Worte den Kampf zu führen. Epheser Kapitel 6. Nehme das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und wer das gelernt hat, das musst du in guten Zeiten lernen, der kann den Kampf kämpfen. Und der darf wirklich erleben, dass der Teufel abhauen muss. Und geh bitte in deinem Leben immer davon aus, der Teufel ist besiegt am Kreuz auf Golgatha. Nicht ich muss ihn besiegen. Sondern wenn ich den Kampf des Glaubens führe, führe ich ihn immer über Golgatha. Ja, nie in der eigenen Kraft, ich sage es dir. Was habe ich da in der Seelsorge für einen Kampf, wenn ich spüre, dass die Gläubigen immer mit sich selber wollen den Kampf führen. Ja, ich schüttle das jetzt ab. Nein, jetzt will ich mit ihm nichts mehr zu... Alles eigener Kampf. Alles eigener Kampf. So kommst du nie zum Sieg. Nie. Der Kampf muss über Golgatha aufgrund des Wortes geführt werden. Dann hast du Sieg. Paulus schreibt so wunderbar im Kolosserbrief, dort im zweiten Kapitel, und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie schaugetragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht, durch sich selbst. So, das ist das Thema des Sieges. Und jetzt berufe dich, wenn der Widersacher dir naht, wenn er dich versuchen will, berufe dich sofort auf Jesus und sein Wort. Herr Jesus, du hast gesiegt. Herr Jesus, du bist der Überwinder in mir. Herr Jesus Christus, danke, ich gehöre dir. Du hast den Anspruch über mein Leben von Kopf bis Fuß. So, wenn du den Kampf so führst, Teufel muss gehen. Hat keine Möglichkeit. Es sei denn natürlich, du lebst in Sünde. Das ist gefährlich. Aber wo du mit der Sünde gekommen bist, wo du dich reinigen ließt und nun ein Leben in Jesus führst, da muss der Teufel gehen, früher oder später. Gibt keine andere Möglichkeit. Das heißt, eine einzige Ausnahme, die wie bei Paulus, der wurde von einem Engel drangsaliert, nicht weil er Sünde hatte, sondern Gott hat ihn dadurch bewahrt vor dem Stolz, vor der Überheblichkeit. Und das behält sich Gott heute vor bei allen seinen Kindern. Es kann sein, sie sind manchmal schwach und manchmal sind sie krank und manchmal sogar sehr schwer krank. Aber wenn das Kind Gottes gereinigt ist, darf es diese Sache aus der Hand des Herrn nehmen. Wie Paulus auch. Er hat dreimal gebetet, hat gesagt, Herr, wie kannst du das zulassen? Bin doch dein Apostel. Jetzt werde ich vom Teufel geschlagen, das passt doch nicht zusammen. Hat der Herr gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und was hat Paulus gemacht? Sofort ja gesagt. Ja, hat er gesagt, gut. Dann, wenn ich jetzt schwach bin, dann bin ich stark. Wer ist denn stark? Der Herr. Und das ist ein köstliches Geheimnis. Bitte vergiss es nicht. Und dann das Letzte. Haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist nochmal ein Punkt, Geschwister, wo der Teufel es oft probiert bei uns Gläubigen, dass man doch noch so am Leben hängt. Man möchte es doch noch so selber in seiner eigenen Regie haben.
Also doch nicht so alles aus der Hand geben. Also etwas muss mir doch auch noch gehören, nicht? Ihr kennt das. Bitte tu das nicht. Wenn du sagst, du bist ein Kind Gottes, gib dich dem Herrn ganz hin. Herr, du allein hast Verfügungsgewalt. Und so möchte ich es haben. Niemand sonst. Du, Herr Jesus Christus, darfst mit mir machen, was du willst. So. Sie haben ihr Leben nicht geliebt, bis in den Tod. Und diese drei Punkte sollte jedes Kind Gottes immer gegenwärtig haben. Überwunden durch das Blut, überwunden durch das Wort, weil ich es genommen habe als Schwert gegen den Teufel. Und das dritte, ihr Leben nicht geliebt. Und sprich das, wenn es aufrichtig ist, immer wieder vor Gott. Herr, ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt, mit Jesus Christus gestorben, mit Jesus Christus begraben, mit Jesus Christus auferstanden, mit Jesus Christus in die Himmelswelt versetzt. Was ist das mir eine Stärkung, dass ich das sprechen darf? Immer wieder. Denn wir sind noch in dieser Welt und solange wir hier sind, wird gekämpft. Kampf ist ganz normal. Geschwister, wenn ich an die Zeiten denke, wo ich hier schon im Bibelheim war, was sich da oft in meinem Zimmer abgespielt hat, das wussten die Gäste alle nicht. Bedrängnis und Kampf und Anlaufen der Finsternis. Oh. Aber dem Herrn sei Dank, er ist der Siegesheld. Und wer sich zu ihm hält, zu dem hält er sich auch. Er hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und darüber sind wir so dankbar. Amen. Heute Morgen noch einmal zu Offenbarung Kapitel 10 gehen. Wir sind immer noch nicht fertig mit diesem Kapitel. Und es ist eigentlich das erste Mal, dass ich dreimal über dieses selbe Kapitel 10 der Offenbarung spreche. Das ist mir bisher noch nie passiert. Aber ich denke, es ist mehr als wert, dass man es immer wieder hört und zu sich reden lässt. Weil wir haben verstanden in diesen Tagen, dass in Kapitel 10 der Offenbarung eine kolossale Wende angezeigt wird. Nämlich, es ist das Brüllen des Löwen, bevor die siebte Posaune erschallt. Und wenn die erschallt, dann ist ein Zeichen gegeben, dass es jetzt in die größte Finsternis der ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte hineingeht. Und deshalb erleben wir hier unseren Herrn, wie er brüllt, stehend auf der Erde und auf dem Meer. Und die Menschen sollten eigentlich alle ihr Haupt erheben, sollten sagen, Herr, wenn du so deutlich redest, was willst du mir sagen? Hier bin ich. Rede. Aber trotz all der vielen Katastrophen, und das reißt ja gar nicht ab, wenn man die Nachrichten hört, gehen die Menschen gleich wieder zur Tagesordnung über. Und das ist ein großes Verhängnis. Ich frage dich heute Morgen, hast du schon mal gezittert in deinem Leben wegen dem Worte Gottes? Hat dich das Wort Gottes so in Schwingung gebracht in deinem Inneren, dass du nicht anders konntest, als auf deine Knie fallen? Wenn das noch nicht passiert ist, befürchte, du bist tot und stirbst in deinen Sünden. Denn ich sagte es schon dieser Tage einmal, wenn Paulus es der Gemeinde zu Philippi schreiben musste, schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wie viel mehr uns. Denn die Gemeinde zu Philippi war eine sehr gute Gemeinde. Aber es waren zwei Frauen drin, die hatten Streit. Und das war dem Paulus nicht angenehm zu wissen. Weil er befürchtete, dass die Gemeinde wegen zwei Frauen zerbricht. Frauen mit ihren Zungen können sehr gefährlich sein. Natürlich Männer auch, das ist klar. Aber du glaubst gar nicht, was für eine Mordwaffe die Zunge ist. Wie viele sind schon getötet worden, nur mit der Zunge. Sein kleines Glied am menschlichen Körper, aber sehr gefährlich. Deshalb bring die Zunge unter die Herrschaft des Heiligen Geistes.
Wenn er sie nicht leitet, du bist nicht fähig, deine Zunge zu beherrschen, das sage ich dir. Nur wenn Jesus in uns wohnt und damit der Heilige Geist uns gegeben ist, kann er die Herrschaft über die Zunge übernehmen. Sonst ist es ein sehr gefährliches Instrument. Aber jetzt lasst uns nochmal Kapitel 10 hören. Und wenn wir es lesen und nachher auch wieder hineinhören in das, was der Geist Gottes uns zu sagen hat, bitte steh immer in Verbindung mit ihm. Wir sind nicht beieinander, um einen schönen Vortrag zu hören. Geschwister, ich habe nie einen Auftrag bekommen, von Gott einen Vortrag zu halten, sondern nur ihn und sein Wort zu bezeugen. Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, der war mit einer Wolke bekleidet und ein Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hatte in seiner Hand ein Büchlein aufgetan und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllt. Und da er schrie, redeten 7 Donner ihre Stimmen. Und da die 7 Donner ihre Stimmen geredet hatten, wollte ich sie schreiben. Da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen zu mir, versiegle, was die 7 Donner geredet haben, schreibe nicht. Und der Engel, den ich sah stehen auf dem Meer und auf der Erde, hob seine Hand auf gen Himmel und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist und die Erde und was darin ist und das Meer und was darin ist, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Sondern in den Tagen der Stimme des 7. Engels, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er hat verkündigt seinen Knechten, den Propheten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel abermals mit mir reden und sagen, gehe hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zum Engel und sprach zu ihm, gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir, nimm hin und verschling es. Und es wird dich im Bauch grimmen, aber in deinem Munde wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein von der Hand des Engels und verschlang es und es war süß in meinem Munde wie Honig. Und da ich es gegessen hatte, grimmte mich's im Bauch. Und er sprach zu mir, du musst abermals weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen. Herr, wir sind jetzt den 3. Vormittag zusammen mit deinem Wort in Offenbarung 10. Und nun bitten wir auch für heute Morgen wieder, dass du uns dieses Wort so in unsere Herzen schreibst, wie es nur der Heilige Geist tun kann. Bewahr uns, dass wir es uns nicht zum Gericht hören. Dass das Wort nicht einmal verklagend vor uns steht, wenn wir vor deinem Thron sind, sondern dass es uns Hilfe ist zur Bekehrung, zur Buße, zur Auferbauung in unserem Glauben, zur Erkenntnis der Wahrheit, um dich anzuschauen, den Allmächtigen. Und wir danken dir, dass wir dich darum bitten dürfen, denn Herr, noch ist Gnadenzeit, bald wird sie vorbei sein. Deshalb lass uns alles daran setzen, um Überwinder zu sein, durch den, der überwunden hat, Jesus Christus, und durch sein Blut. Amen.